Aufnahme. So, also kommt für den guten Ton. Und die letzte Woche schon ein oder zwei Klassen von mir mitgemacht haben, kennen dieses Mantra schon. Ein Segensmantra, was wir chanten oder singen können in der Vorstellung, dass nicht nur wir selbst überschüttet sind, erfüllt sind von Segen, sondern dass jeder, der auch selbst gesegnet ist, gleichzeitig Segen weitergeben kann an andere. Oder nennen wir es etwas moderner, anderen das Allerbeste wünschen kann. Genau, wenn wir uns dann auch mit dieser Möglichkeit identifizieren, nehmen. Falls ihr den Text doch noch nicht kennt oder das Video erst im Nachhinein guckt, mal kurz gucken, ob überhaupt mein richtiges Mikrofon an ist. Sekunde mal eben. Ja. wo ist es da? Lese ich das einmal noch mal kurz vor. Ihr könnt mitlesen. Immer wenn ein langer Strich auf einem Vokal ist, bedeutet das, dass dieser Vokal besonders lang ausgesprochen wird. Und wenn zum Beispiel etwas wie BH, also ein H hinter einem Konsonanten ist, macht das den Konsonanten behaucht, also Bhavatu. Oder wo war es noch? Sukheno ist auch so ein leichtes H da dran. Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Muktir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Und dann, das chanten wir dreimal bis dahin und dann zum Abschluss dreimal das Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ja? Könnt, wenn ihr wollt, die Hände vor dem Herzen aneinander nehmen, Anjali Mudra, oder die Hände aufs Herz legen. Oder die Hände in Chin Mudra auf den Oberschenkeln liegen lassen, so dass ihr ein Gefühl von Verbundenheit kreiert. Vielleicht eher das, als die Hände verschränkt vor der Brust zusammenzunehmen. Geschlossenen Augen und ein paar tiefe Atemzüge. Und über diese Verbundenheit mit deinem Atem verbinde dich gleichermaßen auch mit etwas Größerem, einem größeren Verbund, Verband. Und dann öffnet ruhig die Augen, wenn ihr den Text nicht kennt. Ansonsten könnt ihr sie auch geschlossen halten. Chanten dreimal die ersten 5 Zeilen und dann dreimal das Lokasamastha. Atme tief ein. Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Muktir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Muktir Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarvesham Svastir Bhavatu,
Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Muktir, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarvesham Svastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Muktir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Möge ich selbst gesegnet sein mit Wohlergehen. Möge ich gesegnet sein mit Frieden, mit Freiheit, mit Fülle. Möge ich glücklich sein. Mögen alle Wesen guter Dinge sein. Mögen alle Wesen voller Frieden sein. Mögen alle Wesen Freiheit erfahren. Mögen alle Wesen Fülle erfahren. Mögen alle Wesen glücklich sein. Jetzt euren Sitz ab und kommt auf eure Matte, bitte. Und ich würde gleich eine Meditation gerne mit euch machen, die 4711-Meditation. Die, die meinen Kurs schon mal mitgemacht haben, kennen die vielleicht. Ich erkläre die gleich aber erst. Aber wir werden ein paar Ähnlichkeiten auch in die Asanas einbauen. Und zwar werden wir die Asanas oder die dynamischen Sachen jeweils 11-mal wiederholen. Und es ist nichts aus dem Kundalini-Yoga, obwohl ich weiß nicht, vielleicht doch. Aber das ist nicht meine Absicht dahinter. So eine kleine Spielart. Gut, fang an in der Stellung des Kindes. Schiebt euch lang nach vorne. Und für den Anfang nimmt 4 tiefe Atemzüge hier an. Letztes Mal. Dann hebt den Kopf, kommt einatmend nach vorne in den Vierfüßlerstand und ausatmend drückt euch in den Katzenbuckel. Einatmend nach vorne und oben in den Kuhrücken. Ausatmend Katzenbuckel. Noch 10-mal, jeder für sich. Varianten einbauen. Und wenn du soweit bist, mit 11 Wiederholungen insgesamt, komm in den hinabschauenden Hund. Und dann wechsle hier, einatmen nach vorne in den Stütz und ausatmen zurück in den Hund 11-mal.
jetzt keine. Körper vorbereiten, sondern sich auf Meditation, auf Sitzen vorzubereiten. Ja, das Ganze in ruhigen Bewegungen, wenn es dir zu anstrengend ist, außer Atem kommst, dann wandle vielleicht was ab oder mach eine Pause. Auch hier, jede Variation ist erlaubt. Und dann natürlich mit der 12. Ausatmung nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Und ein paar Mal in die halbe und in die ganze Vorwärtsbeuge. Oder Variationen davon. Dann laufe wieder, wenn du so weit bist, zurück in den Hund. Bring die Knie zum Boden und komm zum Sitzen. In Sukhasana. Kreuz die Unterschenkel. Welches Bein jetzt vorne ist, ist völlig egal. Zieh die Zehen heran. Weite das Sitzfleisch etwas. Und dann gib deine Hände an die Knie. Vorne hatte ich an den Knien fest und mach eine Katze-Kuh-Bewegung im Sitzen. Bewege hauptsächlich den oberen Rücken, halte den unteren Rücken aufgerichtet. Kannst auch kreisen dabei. Und wenn du soweit bist, komm etwas mehr nach vorne in eine Vorwärtsbeuge, sodass jetzt die Außenhüften, Gesäßmuskeln etwas mehr gedehnt werden. Und verweile hier. Nochmal 11 tiefe Atemzüge. Ich verkürze auf 7, 11 ist ein bisschen lang. Wenn du soweit bist, wechsel die Füße. Ich habe deine rechte Hand aufs linke Knie, die linke Hand hinter dich, einmal tief ein. Mit deiner Ausatmung dreh dich nach links. Mit jeder Ausatmung schiebt das linke Knie mehr nach vorne in die rechte Hand und dreht die Rippen etwas mehr. 7 Atemzüge. Mit einer Einatmung löse und dreh ausatmen, wenn du so weit bist, zur anderen Seite. Auch hier schieb aus deiner rechten Hüfte durch den rechten Oberschenkel in die linke Hand hinein, nach vorne, aber dreh den Oberkörper in die andere Richtung, nach rechts.
eine Einatmung kommt zurück in die Mitte. Und eine Standhaltung machen wir noch, die gegrätschte stehende Vorwärtsbeuge. Mal so eine weite Grätsche. Gib die Hände dann unter deine Schultern nach vorne auf den Boden. Beine stark, Knie lieber leicht gebeugt. Fersen ziehen isometrisch zueinander. Heb die Sitzhacke und dann falte nach unten. Lass den Kopf los. Und wenn ihr ein bisschen Dynamik hineinbringen wollt, könnt ihr abwechselnd das ein oder andere Knie leicht beugen und strecken und so die Hüften etwas von Seite zu Seite schieben. Und die letzten vier Atemzüge ganz gerade, einmal Kopf noch nach unten hängen lassen. Und dann löse langsam auf und mach dich in den Weg in einen aufrechten, guten Sitz. Dieses 4711 habe ich witzigerweise von Dr. Oetker gelernt. Die machen viel im Bereich Gesundheitsmanagement für ihre Mitarbeiter. Da habe ich mitgearbeitet mal. Und geben so kleine Heftchen raus. Tipps um 4711 kann sich halt jeder ziemlich gut merken. Die Zahlen, ne? Kölnisch Wasser. Und das ist eine kleine Atemübung, die dauert jetzt auch nicht viel länger als vielleicht sechs Minuten, wenn überhaupt. Und die sagt einfach nur, wenn euch die Zahlen hintereinander vorstellt, dass wir üben gleich die Wechselatmung und wir nutzen 4 Sekunden, um einzuatmen. Dann 7 Sekunden, um auszuatmen, also 4, 7, und machen das Ganze 11 Runden. Und wechseln die Nase nicht, sondern wir atmen durch das linke Nasenloch die ganze Zeit ein und durch das rechte aus. Okay, um so ein bisschen für die Meditation ruhiger zu werden. Links ein. 8 wollte ich schon sagen, 7 Sekunden rechts aus und das Ganze 11 Runden lang. Eine Runde ist immer, wenn ihr ausgeatmet habt, wieder. Okay? Ich tippe mal, jeder von euch kennt die Wechselatmung. Ansonsten nochmal ganz kurz: Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen ballen, so ein bisschen einklemmen und dann die anderen Daumen und Ringfinger und Kleinfinger nutzen, um die Nase zu verschließen. Ich möchte es auch gar nicht weiter unterrichten, sondern es ist einfach gemeinsam üben, gemeinsam Zeit haben, es in Ruhe zu üben. Dann beginnt deine gemeinsame Ausatmung. Atme durch beide Nasenlöcher tief ein. Durch beide Nasenlöcher vollständig aus und dann verschließt mit dem Daumen das rechte Nasenloch und atme links tief ein.
sieht's aus? Links ein. Und zweite Runde. Jeder für sich. Wenn ihr soweit seid, senkt die rechte Hand wieder nach unten ab. Gebt beide Hände in Chin Mudra. Lasst Zeigefinger und Daumen sich berühren. Legt die Handflächen nach unten ab und entspannt dann die Finger. Beobachte im ersten Moment nach diesem Pranayama den natürlichen Fluss deines Atems jetzt. Welche Nasenhälfte ist offener? Nimmst du dieses Gefühl des Atems an der Nase, nicht wortwörtlich mehr nach innen zu ziehen mit der Aufmerksamkeit. Fühle den natürlichen Weg des Atems durch die Nasenflügel von ganz außen, durch die Nase selbst, hinten durch den Rachen, die Luftröhre bis in die Lungen. Und das gleich auf gleichem Wege wieder zurück, leicht angewärmter, angefeuchteter Atem.
Wie unterschiedlich fühlen sich Ein- und Ausatmung an? Verweile dann mehr und mehr mit der Aufmerksamkeit im Innen. Nimm dein Herz, deinen Schmerz. Und verweilen kann, obwohl der Atem weiter ein- und auch ausströmt, verweilt dein Bewusstsein. Noch für ein paar Minuten im Herzen, in der Stille. Drei Minuten, nicht länger. Obwohl du jetzt tief in deinem Herzen verankert bist, vertiefe wieder den Atem. Weite aus dem Herzen heraus dein Bewusstsein aus auf alles, was auch im Außen ist. Und lass das zu einem erweiterten Herzraum werden. Wenn ihr euch noch erinnert, haltet die Augen ruhig geschlossen.
Ansonsten könnt ihr auch nochmal die Augen öffnen für das Mantra, das Segensmantra. Einmal die ersten 5 Zeilen und dann 3-mal Loka Samasta. Atmet aus, in Ruhe ein. Sarve Sham Svastir Bhavatu. Sarve Sham Shantir Bhavatu. Sarve Sham Muktir Bhavatu. Sarve Sham Purnam Bhavatu. Sarve Sham Mangalam Bhavatu. Namasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Und verneige dich ruhig für die Selbstanerkennung, all der Eigenschaften, mit denen du gesegnet bist und die du genauso anderen wünschen kannst. Das Beste. Gesundheit, Wohlergehen, glücklich sein, allen Lebewesen. Namaste. Dann ich mache euch mal kurz Audio an. Wer das nicht will, muss das wieder ausmachen. Dann wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag. Ich hoffe, ihr habt positive Energie noch ein bisschen aufbauen können und könnt die jetzt auch noch weiter verschenken, zumindest im Geiste an all die, die euch wichtig und lieb sind. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht heute Abend schon wieder auf der Matte. Bis dann. Tschüss. 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 Schönen Abend. Ja. Yeah.